Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder ein kleiner Tipp oder ein Hinweis, vielleicht habt ihr es gewusst, vielleicht aber auch nicht, und zwar an die ganzen Android-Benutzer, in dem Fall Samsung. Ja, ihr habt vielleicht jetzt ein Samsung-Gerät, was ihr euer eigen nennt, und ihr wisst jetzt nicht, wird das jetzt schnell geladen oder wie sehe ich das, wenn es nicht gerade da steht, kann man es noch irgendwie anders erkennen. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal, vielleicht habt ihr es gewusst, vielleicht aber auch nicht. Und zwar... Hier sind zwei Smartphone. Das ist das Galaxy S10 Plus und das ist das Galaxy S23 Ultra. Android 12 und Android 13. Ja, da zeige ich euch mal, wie die Version jetzt, wie das dargestellt wird. Das wird glaube ich nicht mehr aktualisiert. Es gibt keine 13er für das S Plus und hier wird irgendwann mal die 14er kommen. So, aber davon ist ja jetzt egal. Bei den Schnellladegeräten oder Schnellladen müsst ihr mal bedenken, habt ihr auch ein dementsprechendes Kabel, was Schnellladen unterstützt. Das ist immer so eine Sache. Ne? Also bei diesem Kabel weiß ich es, bei denen hier bin ich mir nicht sicher. Ja, das weiß man halt so nicht. Manche Powerbank unterstützt auch Schnellladen, manche auch nicht, die hier glaube ich nicht. Und das ist hier ein Schnellladegerät direkt oder original von Samsung. Hier steht auch da, super Fast Changing, ja, ich kann es mal so in die Kamera halten. Super Fast Changing, also super schnell laden. Das hat 45 Watt. Es gibt aber auch schon einen Nachfolger, was 65 Watt hat. Das hat 45 Watt. Da weiß ich, es ist ein Schnellladegerät. Aber wie sehe ich das jetzt am Telefon? Ja, wie kann ich das jetzt sehen? So, ich mache es mal mit der Powerbank. Zeige ich euch jetzt mal, wie es halt bei der Android 12 Version aussieht. Wie da jetzt das Laden aussieht mit normal. Also ich mache es jetzt hier rein. So. Und ich will noch die Powerbank anmachen. So, das kennt ihr bestimmt. Grüner Kreis und eben halt die Akku-Anzeige, ja, wie viel eben halt noch geladen wird. Und hier unten steht er meistens immer da. Ja, steht er sich scharf? Steht er sich scharf? Natürlich nicht. Ja, doch, jetzt er. Schnellladen steht hier zum Beispiel, ja. So. Da steht es halt da. Und grüner Kreis. Bei Android 12. Bei der 13er Version steht das jetzt wie folgt da. Gar nicht, weil für das Android 13 und für das Ultra 23 ist das nicht Schnellladen. Das ist normal. Auch kein grüner Kreis und steht da nichts da. So, das meine ich nämlich damit. Es sind verschiedene Unterschiede, ja, wie das halt dargestellt wird. Und man weiß immer nicht, na, ist das jetzt schnell oder ist es nicht schnell? Ich muss auch dazu sagen, Schnellladen ist, geht natürlich auf die Akku. Also manche Geräte, ich will jetzt nicht sagen, es hält jetzt nicht mehr lange, aber es geht dann doch schon in die, ja, also Schnellladen, ja, schön. Ich nutze es auch die ganze Zeit. Aber um den Akku vielleicht ein bisschen länger zu haben oder zu schonen, das Gerät, ja, dann macht es halt normal, ja, oder eben halt induktiv. Induktiv kann Samsung immer noch bis 15 Watt. So, jetzt zeige ich euch auch mal, wie schnell der aussieht. Jetzt stöpsel ich das mal in die Steckdose, das Gerät, das Ladegerät, und dann sehen wir uns da wieder. Das Schnellladegerät von Samsung in die Steckdose gesteckt. Jetzt tun wir es mal schauen, wie das hier bei Android 12 aussieht, bei den S10 Plus. Oh, grüner Kreis wieder. Und dann gucken wir mal, ob das da steht. Steht bestimmt wieder da, Schnellladen oder sowas. Ja, Schnellladen, genau. So, das ist immer noch kein Unterschied. Jetzt zeige ich euch mal bei Android 13 und beim S23 Ultra, wie es da aussieht. Ja, wieder Rennstecker. Seht ihr das? Der Kreis ist statt grün blau. Da habt ihr schon mal das Optische. Dann steht immer da, super Schnellladen aus. Ich denke, man steht bei den Sperrspiel schon da. Zeige ich euch auch gleich. So, jetzt habe ich nochmal alle Telefone ausgemacht. Und jetzt fangen wir nochmal an mit den S10 Plus. Samsung, also Android 11, 12, oh Gott, 12er Version. Aus, wenn das Ding aus ist. Da gucken wir mal. Da kommt jetzt der Kreis. Da sollte es grün sein. Genau, grün. Und steht jetzt nichts weiteres da mit Schnellladen. Ja, grün halt, ne? So. Jetzt zeige ich es euch mal beim S23 Ultra Android 13 Version.
stellen wir es mal wieder rein. Da soll jetzt der Kreis statt grün blau leuchten. Ja, es ist so ein, nicht blau, sondern türkis, ja, so ein türkiser Kreis. Da seht ihr schon mal optisch, es ist Schnellladen. Ja, sonst steht immer noch da, super Schnellladen, es kann sein, dass durch das Update wieder was anderes dran ist. Ja, ja, genau. Und Leute, habt ihr es gewusst, also kanntet ihr schon diese Funktion, dass man eben halt auch optisch jetzt sieht, ob schnell geladen wird oder nicht. Also, nochmal kurzes Resümee. Das Schnellladen bei Android 13 wird angezeigt über einen Ladekreis. Das normale Laden wäre dann grün, grüner Kreis, und das Schnellladen ist dann ein türkiser Kreis. Da wisst ihr, okay, das ist schnelles Laden. Bei Android 12 steht es halt nur da, super Schnellladen oder Schnellladen, oder, ja, Schnellladen steht glaube ich da, und halt grüner Kreis. Ihr habt es ja gesehen. Okay? Also da seht ihr schon mal die Unterschiede, und dann seht ihr, ob ihr ein Schnellladekabel habt, was auch das Schnellladen unterstützt, und eben halt auch eine Powerbank oder ein dementsprechendes Netzteil. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon gekannt habt oder auch nicht, ich weiß es nicht. Bis dahin wieder, euer Dicker Yoshi und tschüss.